Hallo, meine Hobby-Generäle, und ich begrüße auch meine kampferprobte Community zu einer neuen Folge Command & Conquer Alarmstufe Rot in der Remastered Edition. Mittlerweile im Vergeltungsschlag unterwegs und hier eine der letzten Missionen heißt harte Verhandlung. Das heißt, mit Tanja haben wir hier oben die Geiseln befreit, denn die Sowjets haben uns hier angedroht, dass sie jede 5 Minuten eine Geisel erschießen, wenn wir ihre Forderungen nicht erfüllen. Und das haben wir jetzt so gemacht, dass wir hier... dass wir jetzt mit der Tanja die Geisel noch befreit haben. Ich habe jetzt von der letzten Folge zu der Folge habe ich nochmal recherchiert. Wir sollen ja jetzt, nachdem wir die Geiseln befreit haben, sollen wir ja an unserem Absetzpunkt auf Verstärkung warten. Jetzt interessiert mich immer, unser Absetzpunkt war ja eigentlich hier irgendwo, ne? Hier drüben. Und wenn wir da hingehen, was da passiert? Also machen wir jetzt mal Folgendes. Laufen wir jetzt mal darüber. Ich arbeite in dieser Mission wirklich das allererste Mal mit den verschiedenen Spielgeschwindigkeitseinstellungen oder mit den verschiedenen Spielgeschwindigkeiten. Brauchen wir auch. Das brauchen wir tatsächlich auch. Nein. Mist. Okay, von da oben kommt schon mal ein Panzer rein. Der hat so ein bisschen schlechtere Laune, wie ich das gerade eben gesehen habe. Okay, die laufen außen rum. Jetzt weiß ich aber nicht, warum die jetzt außen rum laufen. Egal. So, und dann schauen wir es uns mal an. Vielleicht haben wir Glück und wir bekommen hier tatsächlich Unterstützung, Verstärkung, irgendwas. Schauen wir mal. Die zwei Cyborgs hier möchte ich mal gerne noch ausschalten irgendwie. Okay. Geschafft. Was haben wir hier im Westen noch? Ha, gar nichts. War klar. Ja. Verstärkungen. Ach, ich glaub's nicht. Okay, geil. Wow, wow, wow. Moment, Moment. Den müssen wir mal. Ich glaube, den müssen wir mal abziehen hier. Ja, Sir. Ich glaube, mit den Panzern. Wir werden die Spielgeschwindigkeit wieder ein bisschen runterdrehen, denn. Na, ich habe jetzt. Ich hatte mal sehr schnell. Passt auf. Jetzt laufen die mal wieder ein bisschen langsamer. Die anderen, die laufen hier, ne, die laufen sowieso da oben so ein bisschen durch die Gegend. Wir werden jetzt mit Tanja, werden wir mal schauen, dass wir hier diese Soldaten aufreiben können. Verstärkungen sind eingetroffen. Das ist ja geil. Was ist denn das? Mechaniker? Und noch ein paar Panzer. Supergeil. Ja, boah! Was ist denn hier kaputt? Ist das geil? Okay, ich würde nämlich jetzt gerne irgendwie schauen, dass wir hier diese Verteidigung kaputt machen. Entweder müssen wir da mit einem Bomben-LKW reinfahren und müssen die kalt machen. Oder ich habe beim besten Willen, ich habe absolut keine Ahnung. Aber so wie es aussieht, hätten wir zumindest mal genügend Panzer da. Schon mal Fakt 1. So, dann stellen wir das Ding mal hier her. Das ist so eine Mission, wo man nicht genau weiß, welche Strategie man benutzen kann, beziehungsweise wo man wirklich nicht genau weiß, was passiert. Ich hätte jetzt zwei kleine Ansätze. Erster Ansatz mit dem Bomben-LKW hier rein und die Verteidigung killen. Als zweites mit den Panzern rein und die Panzer aufgerieben, beziehungsweise zerstört. Das sind aber mittlerweile 3 oder 4 Stück. Hier auf der Seite im Schatten drin ist auch noch einer. Das wissen wir. Also würde ich dann eher mir diesen Bomben-LKW gerne aufheben wollen. Irgendwie. Ich würde aber gerne schauen, dass wir vielleicht mit den Panzern diese, ich sag mal, die Verteidigungslinie irgendwie durchbrechen, weil danach ist es so, dass unsere Tanja sich mit allen Cyborgs hier anlegen kann, wirklich mit allen, ihr seht es ja gerade, und wenn wir da Glück haben, jetzt erstmal gucken, ja, also in Reichweite sind wir, ey, das passt sogar, ist das geil. Also die Reichweite gibt es her, ne? Also dann machen wir das mit der Artillerie, ist mir auch egal. Weil sobald ihr der Flammer, sobald ihr der Flammenwerfer hier runterläuft, der ist, glaube ich, mit gleich dran. Pass auf. Bam. Nochmal. Bam. Weg. Geil. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, beim besten Willen. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht genau, ob hier, ob die noch Verstärkung bauen, hier oben. Und halt hier rein mit dem Bomben-LKW. Oder wir versuchen die erstmal zu ziehen mit den Panzern. Das können wir auch noch probieren. Und dann hier mit dem Bomben-LKW irgendwie rein. Was ist denn das? Ein feindlicher Soldat. Oder zumindest mal nur einer. Okay. Hier kommt man noch ein Flammer gerannt.
Ja, komm mal weg. So, dann schauen wir mal. Also, entweder wir gehen jetzt mit den Panzern hier hoch, statten denen einen Besuch ab, weil wir haben ja immer noch Tanja in der Unterstützung, in der Hinterhand. Wenn, dann brauchen wir hier die maximale Feuerkraft, würde ich vorschlagen. Okay, die Panzer kommen. Einheit verloren. Einheit verloren. So, und jetzt den Bomben-LKW gepackt. Und jetzt mit dem Ding da oben rein. Bin schon da. Pass auf, das würde mich jetzt interessieren. Wir werden jetzt hier noch die Soldaten hier umkillen. Bam. Bam. Verstärkungen sind eingetroffen. In Ordnung. Melde mich wie bewusst. Was ist? Bin schon da. Erwarte Ihre Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Ja, bin schon da. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Da rein. Oder hier rein. Ihr Einsatz in Ordnung. Einheit verloren. Geil. Ihr Einsatzfahrzeug. Nein, wir haben Tanja verloren. Ach nein. Also, wo sind denn die Panzer jetzt hier rumgefahren, bitte? Okay, das war auch eine relativ blöde Aktion gerade, aber Tanja haben wir gerade geopfert. Komm schön drüber fahren. Das war gerade sehr unnötig. Bin ich ehrlich. Das war echt sehr unnötig gerade. Und guck mal, wir haben noch so viele Soldaten. Das hätten wir wahrscheinlich auch anders lösen können. Aber gut. Ja. Okay, das war eher so eine. Es war eher so ein ganz, ganz kleiner Stützpunkt hier. Also das war nicht wirklich der Rede wert. Hier hin. Guck mal, hier hinten ist auch noch ein Gebäude, ich glaube. Was gibt es denn hier hinten noch? Ich überleg bloß gerade, wie ich dann da oben. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Melde mich in Ordnung. Sofort. Ja, Sir. Klar doch. Na, du vielleicht nicht, mein Freund. Ja, Sir. Okay, passt auf. Hier kommt noch ein Panzer gleich rein. Bestätigt. Der hat bestimmt auch noch ein bisschen schlechte Laune. Ja, jo. Ja, okay. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Na, nicht auf den Mechaniker, bitte, wenn's geht. Okay, das hätten wir, meine Lieben. Wir brauchen die Artillerie hier, weil jetzt kommen gleich die ganzen Infanteristen gelaufen. Sehr schön. Jetzt müssen wir im Prinzip nur noch kurz auf die Soldaten warten, dann machen wir hier unten den Transporter klar und dann hoffentlich hätten wir das hier. Ja, dafür wäre halt die Tanja absolut ideal gewesen, ne? Bin ich ehrlich, aber gut, man kann jetzt nicht alles haben. Okay, den hätten wir auch weggemacht, den Typ. Das heißt, wir schnappen uns jetzt noch unsere motorisierten Einheiten und werden jetzt das Teil ausschalten und dann wie es aussieht war. Ach nein, Tanja, guck mal, wir haben es geschafft. Oh, Tanja lebt noch. Okay, das ist gut. Müssen wir jetzt hier wirklich jede einzelne Einheit ausschalten? Komm, Blech, Bubi.
Okay, die haben uns auch schon gewittert. Komm, dann fahren wir mal ein bisschen weiter rein. Vielleicht haben wir hier Glück und hier drin ist auch noch so ein kleines bisschen von der gegnerischen Basis. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, wie wir das jetzt machen könnten, weil Tanja, ich habe die ganze Zeit gedacht, Tanja ist wirklich gefallen. Aber nee, alles cool. Der zweite steht noch hier unten, schaut mal. Das ist ein Kraft... Ach, das ist ein Kraftwerk. Tanja, los weg. So, komm zurück. Wir gehen hier in die volle Offensive mit unserem Panzer. Okay, das habe ich mir schon gedacht. So, dann komm, dann können wir reingehen. Ich glaube, das ist der letzte Panzer hier in dem Gebiet. Boah, ich glaube, es in den Flammenturm gibt es auch noch. Nein, auf keinen Fall. Geil. Gut, meine Lieben. Also, dann hätten wir das geschafft. Dann sind wir, glaube ich, bis innen drinnen zu ihrem Hauptquartier vorgedrungen. Dann würde ich Folgendes machen. Wir halten jetzt hier einfach nur rein. Wir können es aber auch anders machen. Stopp, bitte eure Angriffe. Lass wir das mit Tanja erledigen. Bam, einmal hoch, explodiert das ganze Ding. Hier, nächstes Hauptquartier. Und dann müssen wir nochmal gucken, machen sie die Geiseln ausfindig. Bringen sie in die nahegelegene Kirche in Sicherheit, sobald das erledigt ist. Kehren sie zurück, holen sich Verstärkungen, schalten sie alle sowjetischen Truppen aus. Und das machen wir jetzt gerade. Bam, und jetzt fliegt das Hauptquartier in die Luft. Und dann hätten wir es doch, oder? Nein, da oben wartet noch ein Mensch. Da. Alles klar. Wo? Schaut euch das an. Ja, Tanja, Rückzug. Panzerangriff, ja, Panzer. Was ist? Boah, ich glaub's nicht. Schaut euch bitte an. Elektrotypen. War das jetzt die... Vielleicht war das jetzt die letzte Armada. Nein, immer noch nicht. Ja, bin schon da. Wir müssen wahrscheinlich wirklich bis ganz da hoch und müssen wirklich den letzten Cyborg, den letzten Soldaten hier bestätigt. Aus diesen Landen rausschießen. Unglaublich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, da oben steht tatsächlich, da oben steht wirklich nur noch einer. Bestätigt. Melde mich, wie befohlen. So, einmal hinporten. Bestätigt. So, komm. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. 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 Okay, dann machen wir es so. Mit Tanja könnten wir dann zur Not hierher laufen. Dann stellen wir uns hierher. Ach, der Cyborg läuft wieder zurück. Alles klar. Komm, dann machen wir das mit den Panzern. Und dann überfahren wir den gerade. Und dann hoffentlich hat sich hier das dann erledigt. Hier gibt es nichts mehr. Hier gibt es auch nichts mehr. Hier unten sollte man dann auch auf keine Feindverbände mehr stoßen. Das ist, glaube ich, tatsächlich hier der Einzige, der hier übrig geblieben ist. Hier oben, der Grenadier. Und der hat jetzt einen sehr, sehr beschissenen... In Ordnung. Ja, wie soll ich das sagen? Der geht jetzt sehr schlimm offline. Jetzt hat er gerade seine... In Ordnung. Jetzt hat er es gerade gemerkt. In Ordnung. In Ordnung. Tja. Bestätigt. Einsatz erfolgreich. Ja. Okay, meine Lieben. Zeit für eine kleine Analyse. Führung 68%. Wir haben nicht viele Einheiten verloren. Ich hatte wirklich gedacht, wir haben Tanja verloren. Haben es aber nicht gemacht. Effizienz 100%. Also wir haben alles ausgeschaltet, was geht. Wir haben nichts am Leben gelassen. Sehr, sehr geil. Und damit fortsetzen. Entweder wird das jetzt die letzte Mission oder die nächste. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es noch eine kleine Rendersequenz. Dann blende ich mich kurz aus.
Nein, Geheimobjekt 24, Geheimbefehl 24 hat die Sowjets entwickeln einen neuen Panzer, der Schockwellen durch das ganze Gebiet schickt und alles zerstört. Wir müssen die Entwicklung dieser Waffe stoppen. Schleusen Sie Ihren Spionen alle drei sowjetischen Tech-Zentren ein, um die Position der Fernlenkstation des Panzers aufzudecken. Zerstören Sie diese Station. Dadurch wird die Produktion der Panzer unterbrochen, sodass die Anlage zerstört werden kann. Ne? Die sowjetischen Panzer werden durch den eisernen Vorhang geschützt. Sie müssen ihn also unbedingt zerstören. Das sind diese massiven Erdbebenpanzer, die dann irgendwo hinfahren, dann ihr Erdbeben auslösen und dann, ich glaube, die Hälfte eigentlich an den Trefferpunkten, was jede Einheit hat, was es dann kostet. Ne? Also so viel Schaden machen die an jeder Einheit in der Umgebung. An jeder. Unglaublich. Okay. Verstärkungen sind eingetroffen. Ah, deshalb. Energieniveau kritisch. Okay. Machen wir mal kurz hier. Gestoppt. Bitte, Kommandant. Abgebrochen. Alles klar. Wird repariert. Denn ich glaube, so wie es aussieht, wird es dann hier so werden. Entweder das ist, glaube ich, die letzte. Das ist, glaube ich, die letzte Mission. Das wird hier so sein, dass wir erstmal alle Energie wiederherstellen müssen. Der darf erstmal gemütlich abgraben. Dann werden wir mal genau hier oben mit ein bisschen Power regenerieren. Wir brauchen noch zwei Bunker. Hier unbedingt. Mit unserem Jeep können wir schon mal ein bisschen ausrücken. Und denkt bitte dran, hier, guck mal. Oh nein. Es ist eine massive Vorhut, ne? Konstruktion abgeschlossen. Und dann habt ihr noch diese Schockwellenpanzer. Und dann habt ihr noch diese Schockwellenpanzer. Glaubt mir, das macht überhaupt keinen Spaß. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen aufgedeckt. Schon mal gut. Dann fahren wir mal zurück. Gehen mal hier rein in das Gebiet. Und dann werden wir hier östlich mal ein kleines bisschen aufdecken. Und dann reicht das erstmal für uns. Ein bisschen Erz haben wir da. Wir haben auch keine... Boah, wir haben keine Sicht auf irgendwelche Radaranlagen oder irgendwas. Abgeschlossen. Bitte, Commander, für Königin. Ja, wir brauchen jetzt erstmal ein Großkraftwerk. Oh, in der Tat. Eine Waffenfabrik haben wir auch schon. Wir könnten uns zur Not dann den zweiten Erztransporter mal gönnen. Wird gebaut. Für Königin und Vaterland. Und wir dürfen diese Panzer, wenn es geht, nicht in unserer Basis kommen lassen. Wenn es geht. Und schaut mal, das Ding ist auch noch frei. Bitte, Commander, für Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Ich hab's gewusst, ne? Es geht schon los. Schaut mal. Hier ein Ausbauzeug. In Ordnung. Wir müssen schon mal anrücken. Konstruktion abgeschlossen. Ja, komm. Wir machen es so hier. Ich weiß jetzt noch nicht, was kommt. Bitte, an Einheiten. Commander, wird gebaut. Oh Gott, ich hab's gewusst. Ne? Okay, die Doppelkanonenpanzer kommen schon. Für Königin und Vaterland. Jetzt warten wir erstmal, bis die Geschütze in Reichweite kommen. Genau, dann machen wir mal Gegenoffensive. Wird angegriffen. Ja, alles gut. Wird repariert. Ja, Sir. In Ordnung. Das sind nur die einfachsten Bunker. So viel steht erstmal fest, ne? Die einfachsten Bunker dienen wirklich nur erstmal dieser Verteidigung der Infanterie. Das heißt, sobald wir hier ein paar Bunker aufgebaut haben, können wir erstmal gegen die Infanterie zumindest mal vorgehen. Das ist aber nur Verteidigung, das ist noch kein Angriff, da ist noch gar nichts passiert. Einheit bereit. Wir müssen halt erstmal schauen, dass wir erstmal wenigstens etwas Verteidigung aufbauen. Oh, guck mal an. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie das hier gemeint ist. Aber so wie es aussieht, ja, kann man über die Fläche hier auch angreifen, beziehungsweise könnte hier auch einfallen. Bevorstehende Detonation eines MAD-Panzers. Hier, guckt mal, das ist so ein Ding. Guckt es euch einfach nur an. Wir müssen, glaube ich, ganz schnell da hoch. Und dann machen die, glaube ich, unsere ganze Verteidigung kaputt. Irgendwie so war das. So. Hier oben könnten wir zur Not noch ein Kraftwerk hinstellen. Hier auch. Okay, sehr schön. Passt auf, das Ding hier, guck mal, ne? Bam, 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 bam. Das Ding fliegt gleich in die Luft. Und mit dem, weil die Einheit zerstört sich dadurch selbst. Energieniveau kritisch. Guck, habt ihr gesehen. Und wird repariert. Jede Einheit hat hier gerade an Gesundheit verloren. Jede Einheit. Übel, oder? Wird jede repariert. Einheit, jedes Gebäude, alles. Und das ist das ganze wird Problem repariert. An diesen... an diesen verfluchten MAD-Panzer. Ich sag's jetzt mal. Wird gebaut. Aber alles gut. So, Radarstation passt, das passt auch. Hier könnten wir zum Beispiel auch mal eine Werft noch hinstellen. Und könnten vielleicht mal schauen, dass wir mit einigen kleinen Kanonenbooten oder Zerstörern vielleicht mal runterfahren.
Und ihr seht, ne, also hier in der Mitte, die sind mit einem eisernen Vorhang geschützt. Es ist hier, man kommt hier erstmal an diese Einheiten den Rand. Man weiß, dass es die gibt. Man weiß auch, dass die keinen Spaß machen, aber man kommt nicht ran. Ob man erstmal will oder nicht, man kommt leider erstmal an diese Dinger nicht ran. Konstruktion abgeschlossen. Also müssen wir erstmal bei uns wenigstens erstmal reparieren. Jawohl, Sir, jetzt unterwegs. Müssen wir alle unsere Einheiten mal wieder durchreparieren. Wir brauchen noch ein bisschen Saft. Das werden wir hier gleich noch installieren. Einheit bereit. So. Wird gebaut. Ja, ja, komm, repariert euch mal durch. In Ordnung. Melde mich bestätigt. Und ihr habt ja gesehen, ne, was ein Bereich der Medpanzer. Absolut. Das, der Hammer ist, das Ding wirkt nur auf Gebäude und mechanisierte Einheiten. Auf, na, wie soll ich das sagen, auf Cyborgs, auf Raketenwerfer, auf Hunde ist das Ding absolut, das macht keinen Schaden an den Dingen. Weil gucken wir, unser Spion, der ist auch noch voll da. Konstruktion abgeschlossen. Es ist halt wirklich nur. Einheit bereit. Es ist halt wirklich nur Gebäude. Wird gebaut. Es ist halt wirklich nur Gebäude und Fahrzeuge. Einheit bereit. Wird gebaut. So. Einheit bereit. Genau, den Bunker bauen wir wird mal noch fertig. Gebaut. So, dann hätten wir das Einheit hier auch mal. Sehr bereit. Gut. Und wenn gebaut. Alle Strecke reisen, bräuchten wir dann sogar eine zweite Werkstatt. Repariert. Ja, ich hab's gewusst. Zerstörer Einheit können wir schon mal bereit. Bauen. Eine zumindest. Neue Bauoption. Der könnte sich dann über Werft wieder reparieren. Wird repariert. Hier könnten wir, hier wird könnten gebaut. Wir erstmal wird für gebaut. Richtig Kohle sorgen. Gestoppt. In Ordnung. Ja, ja, komm, fahren wir runter. Und die bauen halt wie die Wilden diese Medpanzer. Also der ist richtig teuer, wird das kann repariert. Ich euch sagen, weil ich habe ja selber schon welche gebaut. Der kostet so an die, ich glaube, 2,5k oder so. Und es ist nicht günstig, aber ihr habt gesehen, was das, was die, ja, was die von der Auswirkung haben. Einheit was da? Repariert. Für die Verteidigung, wird weil gebaut. Hier kommen, hier sollten, genau, hier sollten wird gleich repariert. Mit Einheiten reinkommen. Einheit okay. Ja, Sir. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Wird repariert. Ja, Sir. Konstruktion abgeschlossen. Bestätigt. Na, reparieren wird repariert. Bitte. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Hier ein Ausfahrzeug. Ja, Sir. So, jetzt müssen wir ganz schnell den Transporter reparieren, weil guckt mal, was hier kommt an Einheiten. Guck mal, V2, Doppelkanonenpanzer, hier rückt jetzt alles ja, an. In Ordnung. Und die sehen natürlich auch unseren Transporter, ne? Also in das Ordnung. Ist schon mal Fakt. Bestätigt. Also müssen wir raus und müssen in die Ordnung. Hier auf dem Feld bestätigt. Zum Duell fordern. In Ordnung, bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. So, alles schön überfahren. Bestätigt. Hier kommen jetzt zwei Hind rein, das war klar. Da können wir aber Rex Zero zumindest mal ausbilden. In Ordnung. Aber die haben auch alle den halben Schaden erlitten, ne? Schaut mal, also ist ja nicht so, dass nur wir den Schaden erlitten haben, sondern auch bestätigt. Die. Bestätigt. Unser Stützpunkt wird bestätigt. Angegriffen. Ja, ja, alles kein Problem, alles kein Problem. Das ist eine V2, okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade keine Kohle mehr, das war klar. In Ordnung. Und wir haben wird wieder repariert. Kohle. Und wir haben wieder genug Kohle. Geil! Ja! Bestätigt. So, das war's auch. Mit bestätigt. Der Einheit. So, das Ding wird durchrepariert. Wird ja, gebaut. Wir könnten uns vielleicht noch ein paar Kristalle könnten wir uns bestätigt. Noch holen. Wie gesagt, wir müssen aber raus. Erwarte Ihre Befehle. Wir müssen aber bestätigt. Raus und müssen die drei Einheiten, wir müssen die leider kaputt machen. Das nützt nichts. Einheit bereit. Du bist durchrepariert, ja, komm. Wird gebaut. Ja, Sir. Einheit repariert. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. Bestätigt. Ich frage mich dann immer, was die Einheit hier unten machen. Bereit. Ich frage mich dann immer, warum wird die hier gebaut. Warten. Warum warten die gerade hier? Haben die dann irgendeinen Plan, wenn noch ein paar Einheiten dazukommen? Oder was macht die KI hier? Was macht die da genau? Also das interessiert mich dann wirklich immer brennend. Jawohl, Sir. Oh, so, in der Tat. Das hätten wir ja mal ausgeschalten. Deshalb oh, gehen wir mal mit Tat. Dem Spion hier hoch. Du darfst weiterlaufen, ja, mein Freund.
So, die mit vollen Trefferpunkten, würde ich sagen, wir fahren vorwärts. Es war mal klar, dass jetzt auch mal eine MiG kommt. Irgendwie... Komm, Freunde, komm, Angriff, Angriff, Angriff. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ich hab's gewusst. Bestätigt, in Ordnung. Sofort. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Boah! Einheit bereit. Wird gebaut. Also, wisst ihr, wie wenn ich es nicht geahnt hätte, dass halt die da reinhalten? Einheit verloren. Einheit bereit. Alter, Freunde, KI, kommt doch mit, Mensch. Einheit verloren. Es ist, ey, das ist diese KI, es ist wirklich, es ist zum Heulen. Es macht keinen Spaß. Einheit verloren. Chronosphäre bereit. Das ist schön, dass hier die Chronosphäre bereit ist, muss ich ehrlich zugeben. Das Problem ist, dass wir hier erstmal den Bunker brauchen, dann bauen wir hier noch einen Bunker hin. Dahinter bauen wir gleich mal ein Geschütz und dann ist hier erstmal auf der Flanke Ruhe. Ganz einfach. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Weil das ärgert mich schon wieder, dass wir hier erstmal keine Möglichkeit hatten, beziehungsweise die KI, die ist wieder irgendwo hingefahren, ne? Konstruktion abgeschlossen. Gut, Bunker. Zweiter. So, dann haben wir hier oben, guckt mal, jede Menge Fläche. Also hier könnten wir auch noch so ein bisschen was abarbeiten. Ich denke mal, dass die Radarstationen, wie es aussieht, so ein ganz kleines bisschen abseits stehen, beziehungsweise vielleicht nicht so gut bewacht wie eigentlich die Hauptbasis. Ich vermute, die Hauptbasis steht hier unten im Südosten und die Radarstationen stehen alle so ein bisschen versprenkelt auf der Karte. Müssen wir mal gucken, gleich. So, passt mal auf. Also, wir können noch einen Panzer bauen, den leichten. Wir heben aber uns erstmal die Kohle auf, würde ich vorschlagen. Für Königin und in der Tat. Ihr wisst auch warum. Wegen dem Mad-Panzer, der gleich wiederkommt. Ne? Melde mich, bestätigt. In Ordnung. So, die Patrouille läuft weg. Unser Erzsammler kommt gefahren. Ich bin gespannt, ob die anhalten und wieder gegenschießen. Einheit verloren. Nein. Doch, das war unser Spion gerade. Okay. Der Sammler fährt hier hoch und holt sich hier oben das Material. Alles klar, alles klar. Bestätigt. Also wenn, wisst ihr Bescheid, ne? Wenn, dann ziehen wir hier den Zorn durch einen Angriff hier auf den Erztransporter auf uns. Und wenn wir genügend Kohle haben, würde ich sogar noch sagen, wir holen uns hier den dritten. Wir holen uns hier den dritten Erztransporter. Wir haben den Spion verloren, das ist kein Problem. Ein paar Minuten haben wir noch, meine Lieben. Ich würde jetzt Folgendes wird noch... gebaut. Wir bauen jetzt einfach noch einen. Moment kurz. Okay, alles gut. Wir bauen jetzt noch einen Spion und den schicke ich jetzt hier in den... hier runter. Den schicke ich einfach hier runter, okay? So, hier oben stehen schon mal genügend Soldaten. Auch schon mal gut. Wir warten unsere Panzer. Einheit bereit. So, Spion ist da. Komm, Spion, ab in den Süden. Die sind sich hier relativ unschlüssig, was sie machen sollen. Schaut mal, die laufen hier einfach nur hin und her. Ja, das könnt ihr jetzt vergessen. Also jetzt haben wir schon... Ja. Oh, Deckung. Bom, 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 bom. Lauf. Ja, die wollen unsere Chronosphäre. Habt ihr das gesehen? Die wollen unsere Chronosphäre irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber die wollen sie. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. So. Jawohl, Sir. Unser Spion kommt hier gelaufen. Hier rennt noch die Patrouille rum. Hier ist noch die andere. Ja, und hier oben hätten wir eigentlich genügend Sachen zum Abfarmen. Muss man ehrlich sagen, hier gibt es 3 Erzeinheiten drin. Also von dem her ist es wirklich, ich glaube, unsere Kohlen, wenn die KI uns etwas Zeit lässt, könnten wir schon einen kleinen Tank Rush starten. Was mich hier noch interessieren würde, ja, die MiGs haben wir jetzt zerschossen. Wir haben jetzt die Hind-Helikopter zerschossen. Das heißt, die Luftabwehr bzw. die Luftunterstützung hier von Gegner, den muss er erstmal wieder aufbauen. Zudem muss er einen Mad-Panzer bauen, der ungefähr 2.000 kostet und der hat nur einen Transporter. Das heißt, lass mich kurz nachrechnen, der braucht mindestens 3 Transporterladungen, um hier einen Mad-Panzer zu bauen. Warte mal, um hier einen Mad-Panzer zu bauen. Oh, die sind alle vom eisernen Vorhang betroffen. Schaut mal. Boah, ist das fies, hä? Guck mal. Die haben zwar alle Schaden erlitten. Bin bereits unterwegs. Aber. Ja, Sir. In Ordnung.
Nee, nee, du brauchst hier nicht weiterlaufen. Königin und Vaterland. Müssen wir da rein oder steht, werden durch den eisernen Vorhang geschützt, blablabla. So, ja, in alle drei sowjetischen Technologiezentren eindringen. Ich glaube, das ist das. Unterwegs. Ich glaube, da müssen wir rein. Für Königin. Gucken wir erstmal, vielleicht haben wir Glück und können noch ein ganz kleines bisschen mal noch ein, ja, einen etwas besseren Blick auf die Basis erhaschen. Solange hier kein Hund kommt, ist das alles mal noch safe. Wir brauchen Silos. Ja, das ist klar, wir brauchen keine Silos, wir brauchen einfach nur Panzer. Panzer, Infanterie und Rex Zeros ohne Ende. Weil wie gesagt, ein ganz kleines bisschen was würde ich mir noch aufheben. Wird gebaut. Zum Thema Kohle, dann bauen wir doch mal. Wird gebaut. Wird gebaut. Das war wieder einer. Einheit bereit. Das war wieder ein Mad-Panzer. Konstruktion und schaut mal, die ganzen Soldaten haben soweit überlebt. Habt ihr das gesehen? Wir müssen hoch. Wir müssen erstmal, Freunde. Einheit bereit. Melde mich, wie befohlen, bestätigt. Wird gebaut. Einheit bereit. Ja, ihr müsst erstmal hoch. Ihr müsst erstmal reparieren. In Ordnung. So, komm, dann fahrt mal alle schön nacheinander hier drauf. Dann repariert Einheit euch mal bitte bereit. Ruhig. Ja, das wird war so ein Mettpanzer, ne? Ihr habt es gerade gesehen. Wird repariert. Wird gebaut. Und solange die Dinger halt noch im Einsatz sind, Konstruktion können wir erstmal nichts machen. Wir können wird nichts gebaut. Machen. Einheit bereit. In der Tat. Für Königin wird und gebaut. Aber guckt mal, die Einheiten, die zerstören sich hier von selbst. Das ist schon mal gut. Oh, in der Tat. Okay. Repariert. Oh, in der Tat. So, dann ab rein ins Forschungszentrum. Gebäude infiltriert. Ach, wir haben kein Geld mehr. Shit. Gebäude infiltriert. Dann müsst ihr euch leider, ihr müsst leider, nützt nichts. Tut mir echt leid. Ihr müsst sammeln. Ah, hätte ich das jetzt gewusst. Klar, die Reparaturen, die kosten alle Geld. Die Reparaturen kosten ja das Geld. Ja, das ist ja das, was uns dann wirklich, das ist ja das, was uns dann hier die ganze Substanz kostet. Aber ihr habt es gesehen, hier kommt gerade mal so eine kleine Hundestaffel raus. Dann soll es gerne rauskommen, kein Problem. Die werden wir schon irgendwie repariert. Die werden wir schon irgendwie umgemuppt kriegen. Melde mich wie befohlen. Kriegen wir hier mit dem Zerstörer. Bestätigt. Können wir hier ganz, ganz in den Westen reinfahren. Das Ding ist eine echt spannende Kiste. Letzte Mission. Bestätigt. Wie gesagt, letzte Mission. Ich denke mal, die nächste Folge wird die letzte Folge werden von Command & Conquer. Unglaublich. Vom Remastered-Paket. Wahnsinn. Dann hätten wir das alles schon durchgezockt. Es gibt dann noch die Sondermission. Aber ich würde dann ehrlich gesagt, würde ich mal sagen, dass wir noch einen anderen Command & Conquer-Titel anzocken. Was haltet ihr denn davon? Wir könnten ja gerne die 1 anzocken oder ne, Red Alert 2 oder Red Alert 3, wie ihr gerne wollt. Ich würde dann eher mal so einen aktuellen Titel nehmen. Ich würde dann gerne Red Alert 3 würde ich gerne mal nehmen. Aber müssen wir mal schauen. Ganz in Ruhe. So, der Spion, Einheit der... bereit. Ja, guck mal, also die sind auch derbe beschädigt, die Dinger. Erwarte Ihre Befehle. Kohle abladen. Melde mich, wie befohlen. In Ordnung, bestätigt. Einheit bereit. Melde mich, in Ordnung. Ja, okay, die sind alle wieder da. Zumindest geht's denen wieder gut, sage ich jetzt mal. Bestätigt. Komm, dann fahr du mal runter, hol dir noch ein paar Kristalle. Und ihr repariert euch mal bitte durch. Ja, Sir, in Ordnung. Beziehungsweise mal alle. Soweit wie es geht. Und dann könnten wir halt schon demnächst mal anfangen. Repariert. Und könnten halt schon mal schauen, dass wir mit unseren Panzern, sagen wir mal. Repariert. Also, und könnten zumindest mal schauen, dass wir mit unseren Panzern irgendwo eindringen und Remi-Demi machen. Also wenn wir hier die drei Kraftwerke zerstört haben, denke ich mal, haben die Tesla-Spuren erstmal keinen Strom mehr. Das heißt für uns, kein Strom, eindringen, Flammenwerfer zerstören, eindringen und hier zumindest mal die Flugabwehr irgendwie lahmlegen. Ich sehe gerade hier unten, der Transporter, der ist auch beschädigt, wird repariert. Aber die reparieren sich immer wieder auf die Hälfte hoch. Das ist schon mal gut. Das heißt, wenn es die Transporter noch gibt, gibt es auch uns noch. Das ist schon mal Fakt. Oh Mist, ich sehe aber gerade das Unheil hier. Bestätigt. Ich sehe es gerade. Einheit repariert. Bestätigt. Ich sehe es gerade. Ja, Sir. Wird repariert. Okay, der Transporter ist clever. Der fährt mal schön außen rum. Erwarte Ihre Befehle.
Ich würde jetzt trotzdem schauen, dass wir hier irgendwie diese... Genau, die V2 fährt erstmal schön hier oben lang. Ich würde erstmal trotzdem gucken, dass wir den Doppelkanonenpanzer irgendwie mal aufreiben. Einheit repariert. Ja, ja, komm, es kommt eh gleich Versteigerung. Ja, ja. Der kleine Schirmen alleine kann der gegen den Doppelkanonenpanzer natürlich nichts ausrichten. Aber wenn wir jetzt 4 Geschütze gegen 1 haben, dann ist das... Dann sieht die Sache gleich ganz anders aus, ne? So, pass auf, die V2 kommt auch noch. Und die hat, glaube ich, noch richtige schlechte Laune. Ne, pass auf. Wir drehen. Dann soll die schießen. Dann soll die gerne ihren Schuss ausgeben. Sehr schön. Daneben geschossen. Das muss man auch erstmal schaffen. Okay. So, die sind durchrepariert. Dann fahrt mal bitte runter vom Plateau. So, meine Lieben, also. Wird repariert. Ein paar Kristalle hätten wir noch. Also einmal so eine kleine Fuhre könnten wir uns noch gönnen. Wie gesagt, die Chronosphäre, die gibt's jetzt, okay. Ich wüsste aber auch nicht genau, wohin. Ne? Das ist mal das Nächste. Den Spion, den haben wir aufgegeben. Der ist in diese Tech-Basis rein. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, Anfang nächster Folge. Oh nein, jetzt kommt noch eins. Was ist das fies, hä? Schaut mal, kommt noch eine V2 gefahren. Anfang des... Nein. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das Ding hat jetzt mit einem Schuss unseren Bunker klar gemacht. Wird gebaut. So, komm, macht mal das Ding kaputt, seid so gut. Mit einem Schuss, mit einem Sonntagsschuss hier unsere Bunker kaputt gemacht. Unglaublich. Konstruktion abgeschlossen. Na gut, dann würde ich sagen, meine Lieben, in der nächsten Folge machen wir Folgendes. Wir decken weiter die Karte auf. Die Kristalle hier, die sind fertig, das war's. Unser Transporter hat hier alles abgearbeitet. Ich würde jetzt sagen, wir gehen dann hier oben auf die Flächen drauf, holen uns da noch ein bisschen was. Parallel dazu bauen wir uns einen dritten Erztransporter raus. Ganz, ganz wichtig. Deshalb diese kleinen harmlosen Patrouillen, die interessieren mich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Ganz wichtig. Wir müssen schauen, dass wir unsere Basis auf Vordermann halten. Wir müssen die wirklich auf Vordermann behalten. Das heißt für uns, immer wieder bauen, immer wieder reparieren, immer wieder die Gebäude angucken, was irgendwie Schaden erlitten hat. Und hier unser Zerstörer, der hält ja immer noch, ne, hier fröhlich drauf. Guck mal, die haben inzwischen wieder neu gebaut. Die haben inzwischen wieder neu gebaut, ich glaub's nicht. Oh, du müsstest dich auch mal reparieren. Weil sobald der Medpanzer kommt, sind halt die Einheiten, die hier nur noch die Hälfte an Gesundheit haben, beziehungsweise die Hälfte an Trefferpunkte, na, die haben dann zur Not etwas mehr hier wieder, die Erztransporter. Aber alle anderen, bei denen war es halt, ne? Repariert. So, dann fahrt mal schnell hier hoch, genau, repariert euch mal noch schnell. Ja, Sir. Kohle hätten wir noch. Ja, Sir. Ja, ja, komm, fahrt mal runter. In Ordnung. Oh, dann nehmen wir nämlich jetzt mal die Erztransporter hier mit rein. Ich würde dann sogar mal sagen, wenn wir dann noch Kohle haben, dann holen wir uns eine zweite Werkstatt. Ganz einfach, fertig. Erwarte Ihre Befehle. Ihr Einsatzfahrzeug. So, fahren wir runter bitte vom Plateau. Oh, come on jetzt. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, Sir. Ja. In Ordnung. Okay, los. Drauf, dann reparieren wir wenigstens mal ein kleines Kontingent an Trefferpunkten, dass wir wieder über die Hälfte zusammen haben, meine Lieben. Und dann... Wird repariert. Ja, hier schaut mal, und dann sollte das passen. Ja, das kostet zwar richtig Kohle, aber im Endeffekt ist mir das erstmal egal. Genau, wenn die so mal das Dreiviertelste an Trefferpunkte haben, dann darf der gerne fort, darf gerne ausladen. Wird repariert. Und hier kommt dann wieder der nächste Transporter. Meine Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Es war mega geil, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Auch das Ende der vorletzten Folge und hier den Anfang dieser Endfolge hier, die hat es auch nochmal in sich. Wir werden dann in der nächsten Folge, wie gesagt, alles nochmal durchreparieren, schauen, dass der nächste Medpanzer kommt, mehr das Gelände aufklären, weil wir müssen ja gucken, dass wir die 3 Tech-Gebäude finden, ne? Bevor die Medpanzer diese Tech-Gebäude in Schutt und Asche legen. Meine Lieben, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.